Hallo und herzlich willkommen zur 72. Episode von Space Haven Alpha 16. Tja, und beim letzten Mal haben wir irgendwie zwei Sklavenhändlerschiffe wieder abgeschossen. Also noch zwei. Und es hilft ja alles nichts. Wir müssen anfangen, hier mal mit dem Entern zu beginnen. Und dann gucken wir mal, wie sind denn unsere Teams aufgestellt? Also, eins ist... Ja, machen gerade Pause. Es hilft doch alles nichts. Komm. Direktbefehl. Einmal einsteigen. Zwei ist... Direktbefehl. Einmal einsteigen. Und drei ist... Oh, ist eine Person... Genau, da haben wir jemanden verloren. Humpalucky nämlich. Und da würde ich mal aus Team 4... Oh, Team 4 sind wir vier Leute. Damdan, Tazzy, Tevin und Tim... Ja, würde ich doch mal sagen, wir nehmen einfach Team 4. Direktbefehl. Und in dieses Shuttle einsteigen. Jawohl. Und wir gucken mal an. Wir steigen jetzt hier ein. Hier sind Shuttle angedockt. Ich versuche das so ein bisschen zu beobachten, ob sich da irgendwie was bewegt. Aber wir werden jetzt hier die Shuttle besetzen und... mal rüberfliegen und versuchen zu entern. Also, hier erstmal. Wir fliegen erstmal dahin mit unseren Shuttlen. Quasi ein bisschen erstmal sammeln. So, alle sind eingestiegen. Wir legen mit allen Shuttlen ab. Und ich bin mir nicht sicher, welches Schiff wir als erstes probieren. Ich würde sagen, ich habe jetzt hier nichts hin und her wandern sehen. Hier, ich gucke nochmal in die Shuttle rein, die sind alle leer. Hier, das Shuttle ist leer. Da sitzen vier Leute drin. Jetzt ist die Frage, was machen diese vier Leute? Ich lasse mal kurz einen Moment die Zeit laufen. Die docken ab und fliegen zu dem anderen Schiff rüber. Da sind sechs von vier sind da drin. Das heißt, hier bewegen sich sechs Leute weg. Dann würde ich doch mal sagen, okay, das ist ein gutes Zeichen, dass wir hier wahrscheinlich auf diesem Schiff Platz haben. So. Da und andocken. Da. Dann gehen wir doch mal hier hinten. Wenn da gerade sechs Leute rübergekommen sind, dann ist es auf diesem Schiff sehr, sehr voll geworden. Das heißt, die haben hier unglaubliche Verstärkung. Wir gucken dann mal, wie es in diesem Schiff ist. Und hier kommen gerade vier Leute und fliegen auch darüber. Was haben wir hier? Da ist ein Shuttle, das null trägt. Die docken hier gerade an. Und tatsächlich von hier geht auch ein Shuttle rüber mit vier Leuten. Okay, interessant. Das heißt, zehn Leute sind gerade von dem großen Schiff, haben das gerade verlassen. Und, Und wir können hier das Schiff betreten. Während die da unten andocken. Das ist ganz schön abgefahren. Dann positionieren wir uns hier mal. Und alle mal einmal hinknien. Und einmal die Tür aufmachen, bitte. So. Und hier haben wir jetzt ein Shuttle, das zurückkommt. Da sind Leute ausgestiegen und da sind auch Leute ausgestiegen. Das heißt, 10 Leute mehr sind jetzt auf diesem kleinen Schiff, von dem großen auf das kleine Schiff gewechselt. Dann würde ich auch mal sagen, wir bewegen uns mal hier durch das Schiff durch und gucken mal, ob wir noch jemanden finden. Hier dockt noch ein Shuttle an. Dann gehen wir mal hier rüber. Ich mache nochmal auf Pause, dass hier unten... nichts sich bewegt. Nee. Möchte nicht böse überrascht werden. So, erst wenn alle von uns da sind, machen wir hier die Tür auf. Und sind hier Leute eingestiegen? Da sind keine Leute eingestiegen. Okay. So, hier sehe ich niemanden. Einmal hier rüber. Haben die... etwa dieses Shuttle, dieses Schiff verlassen.
Hier ist auch ein leeres Shuttle. Sind die alle auf das andere Schiff rüber? Und da haben wir jetzt auch niemanden. Kann das tatsächlich sein, dass wir hier komplett ein verlassenes Schiff haben? Aus welchem Grund? Nee. Kann nicht sein. Dann würde ich doch mal sagen... Ergib dich doch. Okay. Tevin hat sich ergeben. Einmal hier in die Mitte rein. Eine Person ist noch da. Ist verletzt, aber hat sich ergeben. Sonst keine Shuttle von denen unterwegs. Da ist ein angedocktes. 0 von 4. Da haben wir auch ein angedocktes. Sehr gut. Wir haben ein bisschen was abbekommen, aber nicht sonderlich viel. Dann lassen wir Lana mal da stehen und gucken uns an, was hier noch so ist. Hier ist sonst nichts. Dann gehen wir mal hier rein. Und da haben wir jemanden. Ja. Schade. Und da haben wir den Captain oder so. Einmal. Okay. Das waren alle. Wir haben die drei getroffen. Einen haben wir leider erschossen und zwei haben wir gefangen genommen. Diese Runde geht an euch, aber wir werden uns wiedersehen. Okay, dann nehmen wir mal die Besatzung gefangen. Schade, dass wir uns nicht einigen können. Das alles dauert zu lange. Tschüss. Verabschieden. Ja, okay. Was bist du denn für einer? Sklavenhändlergilde. Fertigkeiten. Antisozial, Feuerwehrfrau, Waffen 5, Bauen 7. Bisschen Zeug auf dem Schiff, Rohstoffabbau. Ja, doch, möchte ich abwerben. Was ist mit Lana? Rohstoffabbau ein bisschen, Fertigung sehr hoch, Forschung, Waffen 7. Tollpatschig und Wachfrau, okay. Möchte ich trotzdem abwerben. So, mit diesen Leuten gehen wir jetzt hier einmal durch das Shuttle. Wobei, wir nehmen mal Liara, einmal Folge-mir-Befehl und Fockaffe. Folge-mir-Befehl, hatte sich Fockaffe ergeben oder was? So, ich teile mal so ein bisschen auf, dass wir hier das Schiff erforschen. Immer noch kein Shuttle von da unterwegs. So. Fockaffe. Einmal zurück. Mit Gefangener in Schlepptau. Und dasselbe hier. Jo. Das sieht gut aus. Dann gehen wir mal nach da. Dann ihr geht nach da. Du gehst nach da. Und hier legt kein Shuttle ab. Sehr gut. Weil ich möchte jetzt dafür sorgen, dass wir definitiv diese beiden Gefangenen, die wir hier gemacht haben, sicher rüberbringen auf unser Schiff. Und deswegen mache ich das jetzt von Hand. Also Fockaffe einmal hier rein und Liara auch hier rein mit den jeweiligen Gefangenen, dann werden die von Hand rüber transportiert. Na los. Jawohl. Sehr gut. Und einmal andocken. Okay. Und da haben wir ein Enter-Team. Das dahin fährt. Okay. Dann nehmen wir mal Team 3. Einmal Direktbefehl hierhin und Daddel Direktbefehl und Flo, Rhino, Zarazani, Sternknirpsli, Horsti,
Direktbefehle einmal alle nach hier kommen, weil wir kriegen Besuch. So, während wir hier eigentlich alles erforscht haben, dann geht ihr doch mal dahin und du schon mal dahin. Okay. Wir haben hier noch nicht alles erforscht, kann das sein? Warum habt ihr alle keinen Sauerstoff mehr? Sauerstoff holen. So, das Shuttle hat angedockt. Diese Tür offen. So. Ihr dahin. Und ihr alle einmal hinknien. Und alle auf diese Menschen schießen. Sehr gut. Da wurde sie ergeben. Angreifen. Und da kommt jemand raus. Auf den soll geschossen werden. Und wir haben hier alles erforscht. Okay. Hier haben wir alles erforscht. Das heißt, ihr erstmal alle Direktbefehl aufgehoben. Direktbefehl aufgehoben. Direktbefehl aufgehoben. Kommt jetzt hoffentlich zurück, während wir versuchen, das hier zu verteidigen. Ich bin so froh, dass sie nicht auf die Discovery 2 gegangen sind. Aber, ja. Die Schlacht tobt jetzt hier. Okay. Dann haben wir das geschafft. 3 Leute haben sich ergeben. Mehr Gefangene. Jetzt wird unser Gefängnis langsam ein bisschen voll. Diese Runde geht an euch, aber wir werden uns wiedersehen. Besatzung gefangen nehmen. Schade, dass wir uns nicht einigen können. Das dauert alles so lange. Tschüss. Ja. Verabschieden. So sieht das aus. Einmal hier. Direktbefehl aufheben. Und hier Direktbefehl aufheben. Wen haben wir denn hier? Gourmand und Sportler, Waffen 6, Medizin 8. Das ist schon mal gut. Rohstoffabbau und Bauen, Schütze nicht, aber Schildtechnik, Navigation, das ist eine schöne Ergänzung. Und hier haben wir, oh, eine menschliche Leiche und ein Quasselstrippe und Linienpilot, Michael Heul. Waffen 1, aber sehr, sehr gut, was Schiffsbedienung angeht. Forschung, Medizin und Botanik ein bisschen. Nee, da würde ich sagen, den übernehme ich jetzt. Den übernehme ich jetzt noch nicht. Also da mache ich noch nicht irgendwie auf Abwerben. Aber ja, wir haben 2 neue Gefangene. Ihr könnt dann mal rübergehen. Haben wir hier... Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir eventuell hier Leute kommen, die... Was lauft denn hier noch rum? Ihr solltet mal nach Hause zurückkommen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber das passiert jetzt automatisch, weil wir hier anlegen. Ich habe noch keinen Befehl gegeben, das da auseinanderzunehmen. Was haben wir hier? Hier haben wir ein leeres Shuttle, das andockt. Hier haben wir ein Shuttle, wo auch niemand drin ist. Sehr gut. Und hier haben wir ein Shuttle, das jetzt zurückkommt, wo wahrscheinlich Leute einsteigen werden oder so. Eins von unseren Shuttlen ist hier gedockt. Dieses Shuttle geht da dran zum Docken, nehme ich an. Oder so. Mal sehen. Auf kurz oder lang müssen wir uns der Situation aussetzen, dass wir hier anfangen müssen, in dieses Schiff reinzugucken. Da führt kein Weg dran vorbei, fürchte ich. Hier, niemand ist eingestiegen, okay. Hier habe ich
Ich habe hier noch eine Person rumfliegen. Du machst Pause. Überspringen. Mach doch mal bitte Arbeit und seh zu, dass du nach Hause kommst. So, da kommt jetzt ein Shuttle, dann kannst du da einsteigen. Und ich wollte jetzt erst einmal das erkundet haben, bevor ich hier anfange, Dinge auseinanderzunehmen, weil hier laufen noch sehr, sehr viele Leute rum. Wir haben 3 auf dem Schiff hier erwischt. 3 sind, haben versucht, uns zu entern. Die haben wir abgewehrt. Und, ja, Vitrum geht jetzt darüber und dockt da. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier irgendwo ein Shuttle sich füllen wird. Hallo, ich will nur einen Shuttle anklicken. Nee. Die bleiben alle in ihrem großen Haufen hier auf diesem Schiff, auf diesem viel kleineren Schiff. So, ich nehme jetzt an, automatisiert, genau. Vitrum geht hier drauf und wird mit dem Schiff nach Hause fliegen. Okay. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal, wie ist denn unser... Wir haben relativ viele... Na, wobei, unser Gefängnis reicht noch einigermaßen aus. Wir haben hier genug Betten und 2 Algenspender. Die müssen keinen Hunger leiden. Das sieht ganz gut aus. Ich fürchte, wir müssen jetzt hier rüber gehen und da einmal entern. Und ich bin mir nicht sicher, von wo aus wir das machen. Ob wir das zentral oder hier von der einen Seite machen. Oder vielleicht sogar von hier. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie die innen aufgebaut sind, die Schiffe. So, wir gucken jetzt mal. Einmal Pause. Unser erstes Away-Team sollte sich mal ausruhen. Die müssen schlafen. Zweite Away-Team wahrscheinlich auch. Vitrium übergehen aufgehoben. Wo ist er denn? Ja, Vitrium ist mittlerweile zurückgekehrt. Ja, die sollten alle einmal pennen, so wie es aussieht. Dann würde ich doch mal sagen, Away-Team 4. Übergehen, schlaft mal 3 Stunden und Away-Team 2 hat jetzt Schlafenszeit und Away-Team 1, da würde ich jetzt auch mal übergehen machen und schlaft mal 4 Stunden. Ja. Seht mal zu, dass ihr ein bisschen knacken könnt und wenn dann ja, irgendwas verkümmert da, ja, die Pflanzen, weil hier ist ja überhaupt gar kein Druck. Auf jeden Fall freue ich mich auf dieses sehr gut erhaltene Schiff, da alles auseinanderzubauen. Das gibt nochmal richtig gut Ressourcen. Und hier, denen geht langsam der Sauerstoff aus. Das heißt, wenn wir zu lange warten, dann haben wir gar niemanden mehr, den wir in irgendeiner Form gefangen nehmen können. So, ich mache jetzt mal ein bisschen schneller und gucke mal, dreifache. Schlaft mal alle schnell hier. Und erholt euch. Und wenn wir das haben, dann besetzen wir die Shuttle wieder und gehen hier rein. Aber so wie es aussieht, kommt hier niemand mehr raus. So, unsere überlaufende Zeit ist vorbei. Also, Direktbefehl einsteigen. Ihr Direktbefehl einsteigen und Away Team 4 Direktbefehl einsteigen. Hätte lieber nochmal mit 3 oder 4, die hier versuchen uns zu entern, Sachen gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es hat nicht sein sollen. So, hier, erste. Ich würde mal sagen, wir gehen hier. Abgeworbene Gefangene. Freya. Nicht schlecht. So. Einmal dahin. Andocken. Da. Und. Andocken. Da. Jetzt haben wir 3. So, wo ist Freya? Ah, Freya ist selbstbewusst und Vollzugsbeamtin. Oh, Waffen 7. Alles klar, Freya, du bist jetzt Teil von Team 3. Sofort Team 3. Verstärkung für Team 3. Inventar, du holst dir sofort Schutz, eine gepanzerte Weste und primär ein Plasmagewehr. Davon müssten, ja genau, da müssten wir noch 2 von haben. Sehr gut.
Großartig. Jetzt haben wir unser Verteidigungsteam hier quasi verstärkt. Eine Überläuferin. Ganz hervorragend. So, und wir docken hier. Wir müssen hier irgendwo durch Lücken in der Hülle einsteigen können. Und dann schauen wir mal, dass wir das alles von hier links aufarbeiten. So, und da sind wir da. Da sind wir da. Und alle angedockt. Jetzt alle angedockt. Und dann alle einmal aussteigen. Alle 12. Und dann gucken wir mal. Oh ja, hier können wir durch die... da können wir durch die Seite gucken. Und da sind viele. Alter Schwede. Das ist ein schlechter Winkel. Meine Fresse, sind das viele. Einen haben wir erwischt. Alle einmal zurückziehen. Oh, Tevin ist fast... Tevin hat's fast erwischt. Wir haben viele, die einen abgekriegt haben. Tevin ist an Bord, sehr gut. Nein, 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 nein. Alle einmal hinknien. Sehr gut. Auf Person, die da ist, schießen. Okay, und weiter. Auf Person, die da ist, schießen. Und, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss mal gerade gucken. Wer ist hier noch schlimm verletzt? Euch geht's eigentlich sonst allen ganz gut. Eine Person ergibt sich. Oh Mann, ey. Und noch einer. Ja, wenn wir mit geballter Feuerkraft da drauf schießen, dann, okay. Das, war mega knapp. Alter Schwede. So, hier, mit denen mal, die holen sich Sauerstoff. Hier spricht es mit Sklavenhändler-Gilde. Der ist mittlerweile gestorben, so wie es aussieht. Dann sprechen wir mal hier mit der Sklavenhändler-Gilde. Wir haben auf jeden Fall hier einige Leute, mit denen wir quatschen können. Gefangene freilassen. Hier, bleib mal da. Wir geben auf, bitte akzeptiert eine Waffenruhe. Nein, wir ablehnen, nimm alle gefangen. Schade, dass wir uns nicht einigen können. Das dauert alles zu lange. Tschüss. Verabschieden. So, wir haben alle gefangen genommen. Alle ein. Wie viele liegen hier? 9 menschliche Leichen. Alter Schwede, ey. So, und wen haben wir hier? Fertigkeiten, Quasselstrippe, Lagerarbeiterin. Ach ja, da können wir einfach mal Abwerben machen. So, Fockaffe, versuch doch mal hier auch Gefangene freizulassen. Bleibt doch mal stehen, ich will euch doch befreien. Mein Gott. So, und auf jeden Fall nehmen wir mal einen Teil meines Away-Teams und schicken es mal da drüben hin. Ich hoffe, da sind jetzt nicht noch mehr, aber ich meine, wir haben hier 9 Leute abgeknallt, oder was? Und, so, Tazzy. Ich würde gerne mal mit jemandem hier von den versklavten Leuten sprechen. Ja. Du sprichst jetzt mit der Handelsföderation. Ihrer Bitte um Hilfe nachkommen, Besatzung auf deinem Schiff als Flüchtlinge aufnehmen. Ja, annehmen. Danke, wir schließen eure Besatzung als Flüchtlinge an. Okay, super. Magnus, dasselbe. Fockaffe, können wir mit... Wir müssen jetzt mit denen sprechen, weil es verschiedene...
weil es verschiedene Fraktionen sind. Also Zivilisten, wir kommen eurer Bitte nach. Ja, wir nehmen euch als Flüchtlinge auf. Alles klar, verabschieden. Dankeschön. Und jetzt fehlt noch Wolfgang. Oh, da ist jemand, der bewusstlos ist. Halt, Wolfgang, einmal. Bleibt mal kurz hier. Androidenkollektiv, ja, bitte um Hilfe nachkommen. Schließen euch unserer Besatzung an. Sehr gut. So, und jetzt ihr anderen hier. Einmal nach da. Liara kann mal nach da. Dass wir hier so ein bisschen das Schiff erforschen. So, und dann würde ich sagen, Fockaffe einmal aufnehmen und Damn Dan einmal folgen. Einmal Clara sagen, folgen und Fockaffe einmal einsteigen. Sehr gut. Und Damn Dan einmal mit Gefangenen einsteigen. Wundervoll. Und ihr müsst noch in diesen Raum rein und dann haben wir es, glaube ich. Nee, dann haben wir es noch nicht. Wer schießt da auf wen? Was? Da ist noch einer aufgewacht. Das gibt's ja wohl nicht. So, du hast das nicht anders gewollt, ne? So. Jetzt haben wir auch dieses Schiff unter Kontrolle. Hier, einmal Direktbefehl. Aufheben. Wir sind hier mit Damn Dan und Fockaffe. Wo ist denn unser Gefangener? Ich glaube, unser Gefangener hat es jetzt auch nicht überlebt. Ja. Gut, dann Direktbefehl aufheben. Und um Gottes Willen, nein. Direktbefehl und dieser Mensch hier muss sowas von in dieses Shuttle rein. Ja. Und dieses Shuttle muss ganz dringend zurück zur Discovery One. Und von diesem Schiff hier nehmen wir jetzt erstmal alles, was wir mitkommen, mit. Nehmen das auseinander und wenn wir damit fertig sind, machen wir das bei dem hier ganz ähnlich. Wobei, wir haben genug Shuttle. Wir können auch bei dem hier sagen, transferiert mal und baut das mal auseinander. Das funktioniert. Das müsste gleichzeitig funktionieren. Wir haben eine Vielzahl an Shuttlen. Speaking of Vielzahl an Shuttlen. Ich habe hier einen Shuttle-Hangar gebaut und da muss noch ein Shuttle gebaut werden. Und ja, dann haben wir jetzt wenigstens ein paar Geflüchtete. Niemand hat hier überlebt. Meine Fresse. Ja. Die menschlichen Leichen. Das waren viele. Ja, dann würde ich doch jetzt mal sagen, muss jetzt mal gerade gucken, wem geht es nicht gut? Von den Leuten hier oben. Tevin, wo ist Tevin? Tevin ist unter Direktbefehl jetzt und legt sich mal sowas von direkt hier auf die Krankenstation, bitte. So, dann bin ich mal froh. Und ansonsten ist alles gut. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass hier groß Dinge passieren. Hier werden schon Hüllenblöcke abgebaut. Hier ist die Karawane mit Leuten, die Dinge tragen und irgendwie da ist noch eine menschliche Leiche, ist keiner von uns und wir haben ein bisschen Sauerstoffmangel, aber ihr kommt klar, oder? Ich muss jetzt nicht irgendwie eingreifen oder so. Ihr kommt klar, oder? Okay, da ist kein Shuttle-Dings mehr. Wo tragt ihr diese Sachen hin? So,
So, dieses hier ist unter Direktbefehl, das nehme ich mal raus und jetzt bitte sagt nicht, dass ihr jetzt hier irgendwie die ganze Zeit mit Sauerstoffmangel Zeug durch die Gegend tragt. Hier hinten ist noch ein fremdes Shuttle gedockt. Nee, das ist eins von unseren Shuttlen. Ja. Okay, aber hier müsste es ja Sauerstoff geben. Ich behalte das mal im Auge, nicht, dass mir hier einer abklappt. Das wäre ja noch schöner. Die haben alle keinen Sauerstoff. Ich muss da mal eingreifen, das ist doch furchtbar. So, euch alle. Direktbefehl. Hat einer von euch denn im Inventar mal so einen? Jawohl, das wusste ich doch. Alle einmal hierhin. Und du. Nein, du sammelst den ein. Und tragbar Sauerstofftank, zusätzlichen Sauerstoff lieber. Beim Platzieren klicke, während du ein Besatzungsmitglied direkt befehligst, mit der rechten Maustaste auf ein Feld und halte die rechte Maustaste gedrückt, um die Einheitssteuerung. Alles klar? Genau. Und du platziere Sauerstofftank. So. Und jetzt Liara einmal Sauerstoff nehmen. Beidwelt einmal. Beidwelt hat noch. Das heißt, Beidwelt kann ich Direktbefehl aufheben. Von euch, die ihr da steht, auch alle einmal Sauerstoff nehmen von dem Tank, den ich da hingesetzt habe. Und da ist der Tank auch schon wieder leer. Das gibt's doch nicht. Hat einer von euch noch einen Sauerstofftank? Nee. Larissa hat auch keinen. Fockaffe hat einen. Hey. Fockaffe. Einmal da einen Sauerstofftank hinsetzen. Und dann Liara einmal Sauerstoff nehmen. Wer hat jetzt noch keinen Sauerstoff mehr? Tassie. Einmal Sauerstoff nehmen. Mein Gott. Okay. Jetzt haben alle, die drüben sind, glaube ich, wieder Sauerstoff. Ach, gut, dass wir das haben. Fockaffe, nimm dir doch auch noch mal ein bisschen Sauerstoff. Okay. Und Direktbefehl aufheben. So, und jetzt hoffe ich, dass mal Shuttle hier rüber geflogen kommen. Und wir haben einen abgeworbenen Gefangenen. Amal. 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 Wo bist du denn? Auf der Discovery One. Du kriegst erstmal. Oh Mann. Plasmagewehr. Wobei, wir haben so viele Lasergewehre. Du kriegst mal ein Lasergewehr. Wir haben 14 Lasergewehre. Schutz und eine gepanzerte Weste, bitte. Und das heißt, du hast Waffen 7. Meine Fresse. Das heißt, du könntest gut irgendjemanden hier aus meinen Teams ersetzen. Jetzt erstmal kommst du auf 5. Jawohl. Herzlich willkommen im Team. Problem mit Umgebung? Ja, wir haben ja ein Problem mit unserer Umgebung, weil wir haben keinen Sauerstoff. Ich meine, ich habe ja Tanks hingesetzt. Und hoffentlich werden jetzt die ein oder anderen, genau, Tassie sollte auf jeden Fall in das Shuttle einsteigen und mal rübergehen. Hier werden schon Sachen auseinandergebaut und ich glaube, Teams sind auch hier beschäftigt, ja. Und wir sind zu weit aufgespalten. Ich mache mal hier den Transfer weg und ich sag mal, hört auf, hier Sachen abzubauen, damit sich alle Personen und Shuttle auf dieses Schiff hier konzentrieren, damit wir das vernünftig abgebaut bekommen. So, und ich mache jetzt mal schneller.
So, jetzt steigen nämlich alle ein und hier sind noch zwei versprengte, aber dann sollte jetzt mit der Zeit, genau, jetzt ist die Sauerstoffversorgung gesichert, wenn hier kontinuierlich Shuttle von uns docken. Jetzt steigen langsam alle in die Shuttle ein, weil es hier nichts mehr zu tun gibt. Noch so zwei, drei Sachen werden irgendwie abtransportiert. Was machst du da? The Real Panzer, du, Direktbefehl. Würdest du mal einfach. Nee. Kannst du einfach hier rüber gehen? Nee, du kannst nicht von Schiff zu Schiff gehen, ne? Kommst du da irgendwie wieder weg? Bestimmt, oder? Ja, da hinten dockt doch jetzt, genau, da dockt jetzt ein Shuttle an, dann kommt der letzte Roboter und The Real Panzer kann umsteigen. Okay, dann bleibt er nicht gestrandet. Sehr schön. So, dieses Schiff wird jetzt erstmal auseinandergebaut und hier gibt es sehr, sehr viel auseinanderzubauen. Ich habe das eben, das war keine gute Idee, beide Schiffe gleichzeitig auseinanderzubauen. Wir holen jetzt erstmal hier alles raus und bauen hier alles zusammen. Und ja, die Folge ist schon wieder ganz schön lang. Ich mache jetzt mal hier, was soll schon groß passieren? Ich glaube, wir sind gut dabei. Mach jetzt hier nicht noch extra einen Timelapse. Ich sage jetzt einfach mal Tschüss und in der nächsten Folge, ich lasse das hier weiterlaufen. In der nächsten Folge sind wir hier mit dem Auseinanderbauen fertig. Da werden ja keine überraschenden Dinge mehr passieren. Und dann können wir endlich in den Piratensektor reinspringen oder sowas. Ja, ich bedanke mich sehr, dass ihr dabei wart. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr mögt, lasst einen Like da. Schreibt gerne einen Kommentar, erwägt den Kanal zu abonnieren. Aber auch wenn ihr das alles nicht tut, würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen. Und es gibt eine schöne Serie gerade auf dem Kanal zu Exogate Initiative. Wenn euch Spacehaven gefällt, dann sollte euch das Spiel wahrscheinlich auch gefallen. Guckt doch einfach mal rein. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Macht's gut. Tschüss.